Dort, wo der Yellowstone River in den Missouri mündet, an dieser leicht per Kanu und Boot von überall her erreichbaren Stelle, liegt das Fort Union. Im 19. Jahrhundert ein wichtiger zentraler Treffpunkt im Dakota-Territorium. Kannst du mir etwas über Fort Union hier in Norddakota erzählen? Yes, Fort Union established 1828 by the American Fur Company. It was torn down in 1867 when the army comes out here. And for those 39 years, it was a peaceful business fort. There was no military out here. But this operation is completely based around the trade of buffalo robe. Ihre Kanus und Boote schwer beladen mit Stoffen, Glasperlen, Werkzeugen und anderen Utensilien, die die Händler den Indianern zum Tausch gegen Büffelfelle anbieten wollten, machten sie sich auf den Weg über den mächtigen Missouri und den Yellowstone River zum Fort Union. A delegation of chiefs, elders, the higher echelon in the tribe, they would actually be brought into this room here. And anyone with the honorable distinction of coming in here would sit down all over this room. And then coffee would be on, a stew would be cooked, you have to be a gracious host to your guests. Gifts would be given, such as the ones you might be able to see around the walls over here. As well as from my own party, I might give a very fine blanket, a fine gun, all manner of different goods. And this is to encourage both sides to come back together to trade, because this is a completely friendly relationship. More often than not, I haven't seen these people since last year. And so that changes things quite a bit when you actually build up friendships on top of your business relationships. And I would often be married into the tribes as well. And so it changes things significantly when you're not only negotiating with your friend and a chief, but also with your father-in-law. Einmal im Jahr, so um Juni, Juli herum, fanden diese Rendezvous, das gesellschaftliche Highlight, statt. Das Miteinander zwischen Rot und Weiß klappte ziemlich gut hier zu jener Zeit im Dakota-Territorium. Doch es sollte sich bald ändern. Für die Indianer war die Erde wie ihre Mutter, die für ihre roten Kinder sorgte. Sie ließ das Gras wachsen, sorgte für ausreichend Wild zum Jagen und dafür, dass große Büffelherden über die Prärie wanderten. Der Büffel war besonders wichtig. Sein Fleisch war Nahrung, sein Fell Kleidung und Behausung und seine Knochen Material für Werkzeug und Schmuck. Ohne Büffel konnten sie nicht überleben. Immer mehr Weiße drängten nach Westen. Captain Lewis und Jim Clark hatten ihnen den Weg bereitet, 1805, 1806, beauftragt von Präsident Jefferson und mit Hilfe der Shoshone-Indianerin Sacajawea durchquerten sie den Kontinent. Der Anfang allen Übels, jedenfalls für die Prärie-Indianer, denn viele, viele folgten. Sie brachten nicht nur Glasperlen zu den Indianern, sondern auch Windpocken, Masern und das Feuerwasser. Kurz gesagt, die Zivilisation. Das Zusammenleben funktionierte leider nur bedingt und es wurde immer enger hier im Dakota- und Wyoming-Territorium. Die Indianer kannten keinen Landbesitz.
Für sie gehört die Erde allen Lebewesen. Aber es kamen immer mehr Weiße. Manche zogen nur durch über den Oregon oder Bozeman Trail. Aber je mehr Siedler kamen, umso schlechter sah es für die Indianer aus. Die Weißen respektierten nichts, was den Indianern heilig war. Sie bauten Zäune um ihren Besitz und sperrten somit dem Wild die Wanderpfade ab. Und sie töteten sinnlos Büffel. Die Armee war beauftragt, Verträge zu schließen und die Wilden in die Reservate zu bringen. Dabei gingen sie nicht gerade zimperlich mit ihnen um. Unter den vielen bereits geschlossenen und gebrochenen Verträgen war für die Indianer der großen Sioux-Nation der 1868 geschlossene Vertrag von Laramie wohl der wichtigste, zu dessen Abschluss sich Vertreter aller großen Sioux-Stämme mit ihren Häuptlingen in Fort Laramie einfanden. Dieser Vertrag wies der großen Sioux-Nation, den Lakota, Dakota, Brule, Oglala, Yonktunai, Minneconjou und Arapaho, ein Gebiet aus, das vom Powder River in Montana und westlich des Missouri bis hin zu den Black Hills in Süd-Dakota reichte und das ausschließlich den Sioux gehörte und in dem kein Weißer irgendwelche Rechte hatte. Die Black Hills waren heilige Berge für die Sioux, ihr spirituelles Zentrum der Welt, wo sie ihren Sonnentanz abhielten, wo sie hingingen, Tage und Nächte lang tanzten, bis sie ihre Visionen bekamen, wo ihre Vorfahren waren, heilige Erde. Und mit dem Laramie Treaty von 1868 gehörten sie, schriftlich verbrieft, alleine der Sioux-Nation. Solange das Gras wächst und solange das Wasser fließt, gehören die Black Hills den Sioux. Tja, dieses Versprechen dauerte mal gerade 6 Jahre, bis 1874 nämlich, als George Armstrong Custer mit einem kleinen Expeditionstrupp in die Black Hills ritt. Er hatte aus Washington den Auftrag, dort nach Gold zu suchen. Und er fand es. Yeah, yeah. Fatal für die Sioux, denn nach dem Goldfund im French Creek strömten tausende Goldsucher ins Land. Die Armee versuchte dies zu verhindern, nur es gelang ihnen nicht. Der amerikanische Kongress beschloss nun, alle Indianer in Reservate umzusiedeln und erklärte weiter, alle Verträge, die je geschlossen wurden, für null und nichtig. Bot aber gleichzeitig den Sioux an, die Black Hills zu kaufen, was diese vehement ablehnten. Diese Wilden waren im Weg. Deshalb wurde erlassen, dass alle Indianer in die Reservationen gehen mussten. Und wer diesem Befehl nicht folgte, so hieß es, wird als Feind behandelt. Viele folgten dieser Anordnung und gingen in die Reservationen rund um die Badlands.
Einige Sioux-Gruppen wie die unter Sitting Bull und Crazy Horse aber lebten nach wie vor außerhalb der Reservation, kampierten den Winter über in den Black Hills und schüchterten weiße Eindringlinge ein. Das rief die Armee auf den Plan, denn weiße Siedler und Goldsucher erschrecken, das geht gar nicht. Die Kampagne von 1876 gegen die Lakota und Cheyenne sah vor, dass sich drei Expeditionsgruppen unter Crook, Gibbon und Terry auf den Weg machten, um im Südosten Montanas zusammenzutreffen, dort, wo man die feindlichen Indianer vermutete. Der Oglala-Häuptling Sitting Bull war auch ein Medizinmann, ein spiritueller Führer. Er ging am 16. Juni zum Medicine Rock in Montana, tanzte den Sonnentanz bis zum Umfallen und in seiner Vision sah er viele Blauröcke das Indianerlager von hinten angreifen. So kam's dann auch am 17. Juni. In der Schlacht am Rosebud stand General Crook mit seinen 1000 Soldaten einer gleich starken Schar Kriegern gegenüber, unter der Führung von Crazy Horse. Sie kämpften, aber ließen Crooks Soldaten keine Chance und Crook tat das einzig Richtige. Er blies zum Rückzug, floh und kehrte mit seinen Soldaten zurück nach Wyoming. Die Sioux fühlten sich als Sieger, nachdem sie Crook in die Flucht getrieben haben. Trotzdem waren sie auf der Hut, bemalten ihre Körper weiter mit Kriegsfarbe und rauchten die Kriegspfeife. Wohl auch deshalb, weil sie mit Feindberührung rechneten, da sie ihr Lager ins Tal des Little Bighorn Rivers verlegten. Währenddessen ritt George Armstrong Custer mit seiner 7. Kavallerie auf Befehl General Terrys südöstlich entlang des Rosebud Creeks, um sich am Little Bighorn mit Gibbon und Terry wieder zu vereinigen. Nur dazu kam's ja nicht, wie uns die Geschichte lehrt, denn Custers Späher entdeckten am Morgen des 25. Juni das Sioux-Lager. Sie konnten aber nur die immens große Ponyherde sehen, die von den jungen Sioux bewacht wurde. Es waren 20.000 bis 30.000 Indianerponys, die am Little Bighorn River weideten. Die Größe des Indianercamps allerdings war hinter den deckenden Bäumen nicht auszumachen. Custers ursprünglicher Plan war es abzuwarten. Da er aber befürchtete, dass seine Späher entdeckt wurden, entschied er sich für den sofortigen Angriff, um das Überraschungsmoment zu nutzen. Custer teilte sein Regiment in drei Gruppen auf. Je drei Bataillone unter Major Reno und Captain Bentin und er selbst behielt 5 Bataillone. Ein Zwölftel seiner 600 Mann starken 7. Kavallerie wurde abkommandiert zur Begleitung des langsameren Versorgungstrupps. Custer gab Befehl an Bentin, die umliegenden Hügel auszukundschaften. Major Reno und Custer selbst ritten in das Tal des Little Bighorn Flusses. Dort teilten sie sich. Custer ritt nördlich auf das Indianercamp zu, Bentin durchquerte den Fluss und attackierte das Camp. Von der Südseite des Camps aus
schritt eine große Gruppe von Lakota-Kriegern auf Benteen zu. Schüsse fielen und Kinder und Frauen liefen schreiend davon, während die Indianerjungen die Pferde die Hügel hinauftrieben. Crazy Horse malte sein Gesicht so an, dass es ihn kugelsicher machte. Sitting Bull kämpfte als Medizinmann nicht mit. Er brachte Frauen und Kinder in Sicherheit. Captain Benteen hörte die Schüsse und kam, um Renos Trupp zu verstärken. Beide aber hatten der gewaltigen Schlagkraft der Krieger nichts entgegenzusetzen. Dann hörten Benteen und Reno Schüsse aus der Richtung, in die Castors Trupp ritt. Sie wollten den Fluss kreuzen, um Castor beizustehen, aber die Krieger feuerten auf sie und es war kein Wegkommen. Castor versuchte, von der anderen Seite den Fluss zu kreuzen, was ihm nicht gelang, und er ritt zurück auf den Hügel. Einige der Sioux-Krieger folgten, krochen den Hügel hinauf durch das Gras, um dem Kugelhagel zu entgehen. Das Gewehrfeuer verhallte und man hörte nur noch die Freudenschreie der Sioux und die Trommeln, die den Sieg verkündeten. Kein Zweifel. Die Sioux hatten The Battle of the Greasy Grass, wie sie die Schlacht am Little Bighorn nennen, gewonnen. Die Schlacht selbst, sie dauerte nicht einmal 2 Stunden. Neben Custer sind auch 2 seiner Brüder und ein Neffe gefallen. Insgesamt wurden alle 5 Kompanien 210 Mann getötet. Custer war 36 Jahre alt. In den Gruppen von Benteen und Reno gab es 52 Tote und 53 Verwundete. Man weiß nicht genau, wie viele Indianerkrieger fielen, schätzt aber so um die 100. Das große Indianercamp löste sich auf. Die einzelnen Stämme verteilten sich übers Land oder sie gingen in die Reservationen. Sitting Bull flüchtete mit seinen Leuten nach Kanada, kehrte aber 1881 zurück und ergab sich. Crazy Horse, der große Krieger, ergab sich 1877 im Fort Robinson in Nebraska. Er wurde hinterrücks mit einem Bajonett erstochen und war wie Custer 36 Jahre alt. An der größten Skulptur der Welt wurde 1948 angefangen. Sie liegt in den Black Hills und zeigt den roten Helden Crazy Horse.